Jo Leute, willkommen zurück zu einer super interessanten Folge. Ja, werden wir sehen. Und ja, Hallöchen. Können wir da die Hand in deinen Mund stecken? Ah, verstehst du doch bestimmt. Ah, hast du einen knackigen Arsch. Oh, warte, das ist ein Girl. Ah, ja, ja. Ich habe nichts gesagt. Nichts. Also, das war nicht sexistisch oder so, nein. Ihr habt's nicht gehört. Ich dachte, das wäre ein Mann und. Was war das denn gerade? Bitte. Warum ist gerade das Lied gekommen? Kann mir jemand sagen, warum? Ach, Mann. Oh. Moment. Warte, was? Warum kam gerade das Lied? Oder es läuft ja immer noch. Moment. Ich war noch nicht. Da hinten ist jemand. Moment. Ah. Hallo. Warte, da sind mehrere. Ach, du erledigst die ganze Arbeit für mich? Weißt du, ich kann das auch. Nicht so, aber so ähnlich. Nein. Was ich meine, ich kann auch sowas mit Explosion. Aber erstmal möchte ich ein paar Cookies essen und eine Banane. Weißt du? Okay. Langsam nervst du mich. Stirb. So geht das. Yep. Oh, meine Augen. Essen. Ja, komm, machen wir mal. Und verwenden. Und jetzt sage ich mal, wir verwenden jetzt ein Anzugsreparatur-Kit. Eine reicht. Wir haben ja keinen Psi. Ja. Und ich habe da irgendwo da oben. Wo ist das? Ach, da hinten. Ein Medizinoperator gesehen und dann können wir uns heilen. Moment. Und hoffentlich kommt das Telepath nicht raus. Hallo, kommen Sie wegen einem. Hi. Nein, nein, ich brauche nur Hilfe. Hallo. Schön, Sie ja, danke schön. Jo, nicht so oberflächliches, aber Verletzung, aber da habe ich ja Dings, ne? Moment. Verriegeln. Ich kann nicht durch, weil er konnte er gerade offen machen und ja. Weg. Wir. Wow. Geronimo. Oh, jetzt muss ich wieder zum Operator. Das war dumm. Moment. Ich brauche wieder deine Hilfe. Ja, wo weißt du, dass ich hier bin? Ich bin doch eh 100 Meter von hier entfernt gewesen. Sie hatten wohl einen harten Tag. Genau. Ein Beinbruch. Es dauert nur einen Moment. Tschüss. Alles wieder gut. Sie können. Nee, ich mach das nicht. Ich weiß, was du sagen wolltest, aber ich mach das nicht. Hua. So, jetzt bin ich safe. Hi. Na, was wollt ihr tun? Tragen. Hallo. Will ich das tun mit einer Recyclerladung? Nee. Das will ich nicht tun. Mach ich das hier. Kritischen Treffer. Fehler. Kommt da sowieso nicht durch. Was soll ich denn dort? Phantom. Hi, mein liebes Kindchen. Oh Mann. Okay. Jetzt bist du tot. So, alles wird gut, wenn einer stirbt. Okay, Moment. Waffen-Upgrade, immer gern gesehen bei mir. Und ich glaube, ich habe keine Munition mehr. Moment, nein. Verbessern.
Rückstoß oder Moment. Magazin. Ja, komm. Magazinkapazität ist immer am besten. Gut, Moment. Nachladen. Und was ist da oben? Weil hier war noch eine Tür. Nix. Leider nicht. So, oh, da ist jemand tot. Oh, perfektes Timing. Wie viel Munition? Ah, oh, 4 Kugeln. Oh, Schrotpatron. Das haben wir schon, aber na gut. Vielen Dank, sage ich mal schon mal. Oh, damn. Gutes Timing. Und nehmen. Ja, Mann, das ist aber nice. Besatzung Hauptquartiere. Ah, oh, verdammt. Da können wir nicht hin. Aber wenigstens haben wir hier schon ein paar Sachen eingesammelt. Gut. Schnell nach oben. Ah ja, kommt. Kommt, sucht mich. Seid doch eh nur gefangen. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder dorthin. Wo uns ein paar liebe Gesellen uns überrascht haben. Zum Beispiel hier im Wasserfall. Moment. Will ich da auch eigentlich? Level 4, verdammt. Okay. Oh, es geht runter. Na gut. Wenn es da runter geht. Was ist hier? Brücke. Hier müssen wir ja nicht hin. Aber wollen wir dorthin? Ach komm, neues Gebiet. Komm, machen wir mal. Eigentlich wollte ich die Hauptstory machen, aber vielleicht finden wir hier noch ein paar Nebenquests oder Neuromods. Das wäre auch gut. Unter dem wachsamen Blick von Jada Marx regelt die Mannschaft auf der Brücke den Betrieb der Station, überwacht das Weltraumwetter und leitet den Shuttleverkehr wie auch die Kommunikation. Mann, eigentlich will ich ja jetzt die Story machen, aber sagen wir es mal so, ich bin sehr, sehr neugierig. Aber na gut. Ich könnte aber auch wieder zurückgehen, aber das wäre jetzt unnötig, noch eine Ladesequenz zu machen. Also ein Ladescreen anzusehen. Darum sehen wir uns mal die Brücke mal an. Gut, Brücke. Was hast du uns zu bieten? Hoffentlich kein Albtraum. Obwohl, waren wir da eigentlich schon, weil ich habe das Gefühl, wir waren da schon mal auf der Brücke. Gut, oh. Das sieht schon mal nicht gut aus. Nee, hier waren wir nicht. Hier ist noch eine ungeöffnete Kiste gewesen. Hä. Okay. Oh, ein Toter. Matt Crawford. Oh mein Gott. Oh shit. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Alter, hast du mich erschrocken. Alter. Du bist nie wieder. Okay, weißt du, was ich jetzt mache? Erstmal das hier. Und das. Und Kampffokus einsetzen. Stirb. Stirb. Da ist noch einer. Wer ist das? Da muss jemand sein. Irgendjemand. Alter. Erschreck mich noch einmal. Und du wirst niemals. Warte, was war das? Irgendwas war's. Warte, was? Hä? Was zur Hölle? Hä? Ich glaube hier nichts, was gerade passiert ist. Überhaupt nicht. Moment. Ja. So. Anzugsreparaturkit. Ach so. Hi. Hallöchen. Lass mich in Ruhe. So. Könntest du mal sterben, großer Mimik.
Moment. So. Du musst jetzt sterben. Oh. Puh. Endlich seid ihr mal tot. Okay. Moment. Rohrzange. Ja, Mann. Aber erstmal hier ein bisschen den Weg frei machen. So, Moment. Das kannst du doch auch noch. So. Genau. Moment. Guten Abend, Talos. Ja, hi. Essen wird von 18 bis 20 Uhr in der Kantine serviert. Schön. Warum eigentlich guten Tag, Talos? Wieso nicht Talos Mitarbeiter? Es würde mehr Sinn geben. Aber na gut. Warum nicht? Ach komm. Jetzt weg mit euch. Hier lag ja noch was, stimmt. Oh. Nice. Was bist du denn? Oh. Ein sehr großes Typhon war ich hier. Warum heißen die eigentlich? Ach ja, Typhon. Wissenschaftler haben die bestimmt den Namen gegeben. Okay. Wow. Ja. Moment. Ich will nach unten. Also ich will runter. Einfach nur so. Warte. Wo? So tief wollte ich auch nun mal nicht. Warte mal. Phantom. Verdammt, da gehe ich gleich hin. Oh Mann, neues Gebiet. Und ja. Schnell hoch. Dankeschön. Lauf, 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 lauf. Und Moment. Ich habe da was gesehen. Ich habe da was in der Mitte gesehen. Wusste ich doch. Dass da was ist. Okay, was bist du? Alien-Forschung. Was habe ich denn? Ah. Impuls. Mehr Informationen. Hallo. Will ich mal mehr Informationen? Ah, jetzt. Psyos mal elektrostatische Impuls zu ziehen. Betäubt robotische Umgebung. Ah, Betäubung. Neue Psy-Fähigkeit verfügbar. Ich will ein bisschen schleichen. Weil wegen Munition. Essen. Oh, damn. Oh, Mist. Oh. Ach, da war ein Toter auch noch. Schlaflähmung. Was erzählst du da? Hi. Moment mal. Da das ein neuer Gegner ist, setze ich mal lieber das hier ein. Ja. Weil wegen... Warte, was? Oha. Du bist doch ein bisschen hartnäckiger. Du stirbst. Oh, puh. Munition? Nein. Verschwendender Typhon, also Recycler. Ladung, ja. Ach man. Aber gut, E-Mail. Hallo Penny. Der Operator, den ich Ihnen geschickt habe, ist unterwegs. Kann sie aber nicht finden. Stimmt etwas mit Ihrer Tracking-Armband nicht? Haben Sie Talos verlassen? Lol. Ich habe gehört, dass es unter dem Frachtraum einen Unfall gab. Ich hoffe, Ihnen geht es gut. Melden Sie sich, sobald Sie das hier lesen. Danke. Hallo Penny, wir lassen gerade einige Prozesse durchlaufen, die sich vielleicht auf Ihren Daten auswirken. Ich habe ja Ihren Zeitplan und werde einen Wissenschaftsoperator mit ein paar Werkzeuge losschicken, um Ihnen bei der Messung zu helfen. Halten Sie Ausschau nach ihm. Viel Glück, ja. Ich habe endlich den Tag frei und kann jetzt die Solarenergie auf dem Talos messen. Um die Effizienz der Schilde zu überprüfen, ich werde die nächsten 24 Stunden auf die Station unterwegs sein. Meinen Zeitplan hänge ich hier unten an. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie irgendwelche Partikelprozesse laufen lassen, weil Sie meine Messung beeinträchtigen können. Danke. 4 Uhr Besetzungsquartiere, 8 Uhr Lobby,
12 Uhr Datenzentrale, 18 Uhr Lebenshaltung, 22 Uhr Kraftwerk. Brauchen wir das? Oh, Überraschungsparty zu Isomis Geburtstag. Yay! Ich lieber, bin ich eingeladen eigentlich? An? Oh, wir haben keinen... Ach, toll. Hallo zusammen, ich habe mit Captain Marx geredet. Und sie gibt uns morgen nach Schichtende eine halbe Stunde, um Izumis... Oha, eine halbe Stunde. Um Izumis Geburtstag zu feiern. Geschenke bitte auf den kleinen Tisch im Besprechungsraum. Wir tun einfach so, als müssten wir etwas bereden und überraschen sie mit einem Trinkspruch und Geschenken. Ich versuche noch, Will zu überreden, einen Kuchen beizusteuern. Drückt mir den Daumen und denkt dran, es soll eine Überraschung sein. Okay, das hört sich mal schon mal toll an. Und für mich? Ah, Besprechungsraum. Gibt's da Kuchen? Oh. Nein, es gibt aber einen Gegner. Scan abgeschlossen. Ja. Toll. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. So. Warte, was? Oh. Verdammt. Wie soll ich das jetzt machen? Teifenköder? Und Schrotflinte? Doppelgänger. Warum nicht? Hi. So. Hi. So sehe ich also aus. Moment. Kinetische Explosion. Moment. Du kommst ja nicht raus. Das ist das Tolle. Okay. Perfekt. Ich bin nicht da. Oh, damn it. Haha. Denkst du, ich bin da? Ich bin wie ein Schatten. Genau wie du. Hallo? Hi? Hallo? Das war alles nur eine Täuschung. Moment. Ja, ich bin alleine. Warum soll ich mit jemandem zusammen da sein? Oh. Toll, guckt euch mal, was er gemacht hat. Ja, ich räume das... Darf ich das nicht wegräumen? Hallo? Oh. Verdammt. Ich brauche irgendwas. Moment. Nein. Teifenköder. Ja, das wäre perfekt. Nee, Teifenköder nicht. Ah, oh, Mist. Okay. Nein. Ich muss dorthin werfen. Okay. Bist du abgelenkt? Perfekt. Moment. Hier hin. Genau. Perfekt. Okay. Oh. Nehmen. Hierhin. Dankeschön. Okay, noch einmal. So. Mann. Ich brauche Munition. Ich laufe erstmal hier ein bisschen weiter. Guck mich ein bisschen um und dann können wir weiterreden. E-Mail. Oh. Einverstanden. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich dieser zusätzlichen Neuromod zugestimmt habe. Hast. Obwohl du wusstest, wie gruselig die Psychos sind. Moment. Oh. Aber was noch schlimmer ist, ihre fehlende Persönlichkeit ist ansteckend. Selbst Morgan hat jetzt einen glasigen Blick. Lächelt nicht, macht keine Witze mehr. Und das seit wann? Seit einem Monat schon? Seit einem Jahr? Okay. Ich hoffe nur, dass im Rahmen des Austauschs der Rotation von der Erde keine neuen Leute in die Psychatronik gekommen sind. Arg. Ich bin schon ganz gespannt auf die Neueinstellung und jetzt hör auf zu grinsen. Hm. Das hört sich schon mal lustig an irgendwie. Moment. Wohl ein sehr, sehr lebhafte
Naja, Besatzung, sagen wir es mal so. Hallöchen. Energie. Weibaum ausschalten. Warte, was? Anmerkung bei technischen Problemen, Bildschirm bitte. Moment mal. Oh, Moment, das ist alles nur. Moment, das ist alles nur Simulation? Oha. Umlauf. Vorwärts. Pause. Ach so, rückwärts. Vorwärts. Kamerahöhe. Vorstandsebene. Warte, was? Das sieht nice aus. Technikebene. Nee, das sieht nice aus. Moment. Jupp. Viel besser. Gut, habe ich hier was? Hallo? Mann, diese Typhons werden ja immer zäher. Sag mir nicht, hier oben ist auch noch jemand. Aha, ja. Toll, ein Schlag und ich bin tot. Und die Treppe runter. Nice, nice, ja, schlag mich noch die Treppe runter. Oh nee, sag mir nicht. Oh nee, jetzt muss ich wieder diesen Typhon töten. Nein. Hab keine Lust, den Typhon zu töten. Oh, oh, hi, ich bin nicht da. Run. Habe ich hier was? Ja, Schrotflinte. Stirb! Noch einer? Will ich hier noch einer? Stirb! Ach, jetzt habe ich keine Munition. Doch, jetzt habe ich wieder Munition. Hat sich doch irgendwie gelohnt. Nein, hier ist nichts. Ach, hier saß wohl der Chef. Guten Abend, Talos. Ja, ein hi. Hinweis von Sicherheitschefin Alizar. Zum Schutze der Privatsphäre ihrer Kollegen sind Sicherheitsterminals nur von befugten Personen zu verwenden. Wenn sie keine blaue Uniform tragen, was? Sind sie vermutlich nicht befugt. Oh, Quartier. Ah, toll. Ja, ich will's hören. Okay. Hier spricht Captain Jada Marks. Captain. Für die Nachwelt halte ich meine Überlegungen zum Schicksal ja, des Handels Advent fest. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob die Advent starten konnte, bevor sie von den Lebensformen kontaminiert wurde, die die Talos 1 zurzeit stürmen. Hä? Basierend auf den Telemetriedaten würde ich sagen, dass die Advent ungefähr 30 Minuten vor dem ersten gemeldeten Vorfall gestartet ist. Okay. 30 Minuten. In diesem kurzen Zeitfenster muss ich entscheiden, ob ich das Shuttle und die 5 Insassen aus der Ferne sprenge. Vielleicht transportieren sie eine Ladung voller Mimics zur Erde. Vielleicht auch nicht. Captain! Diese tolle Waffe könnten wir jetzt ziemlich gut gebrauchen! Nee, töten. Ich... Lautsprechersystem. Neu? Moment. Captain, hab ich... Ich dachte... Ihre Schicht beginnt erst in 2 Stunden, aber Sie müssen sofort kommen. Ist alles in Ordnung? Nein, ist es nicht. Gehen Sie zuerst in mein Quartier, holen Sie die Waffe aus dem Tresor. Ich übermittle den Code. Sofort, Captain. Okay. Nochmal anhören. Alex, hier spricht Captain Marks. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich eine vollständige Evakuierung der Talos 1 angeordnet habe. Ich wollte einen Notruf zur Erde absetzen, aber unsere externen Kommunikationssysteme haben eine Fehlfunktion. Wenn Sie noch da sind, wir halten unsere Stellung bis zum Start der letzten Kapseln. Marks over. Eigentlich, dass ich früh gekommen bin, ne? Captain Marks, bevor es zu spät ist, wollte ich Ihnen Bescheid geben, dass das Shuttle Advent direkt vor dem ersten Alarm gestartet ist. Es hat eine Standardinspektion durchlaufen, aber es war noch, bevor wir wussten, wonach wir ausschalten müssten. Wenn die mit einem diesen Ding an Bord einen Sattel landen,
Ich habe diese Sprengladung auf der Advent aktiviert. Sie können von der Brücke aus angezündet werden. Es ist Ihre Entscheidung, Captain. Sie werden bald landen. Falls es Ihre Entscheidung erleichtert, die Besatzung weiß nicht, dass die Ladung aktiviert ist. Okay, das ist toll. Ihr Transcribe ist offline. Ich kann Sie nicht erreichen, aber ich weiß, dass Sie Talos nicht verlassen würden, solange noch Mannschaftsmitglieder an Bord sind. Vielleicht hoffe ich zu viel, aber melden Sie sich bitte, wenn Sie diese Nachricht erhalten. Ich bin im Moment mit einer Handvoll Überlebenden im Frachtraum. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Okay. Dann müssen wir auch jetzt nur noch dorthin. Ah, toll. Munition. Oh, da. Nein, aber da liegt ein Toter. Unterm Sofa. Warte mal, was ist mit dem passiert? Pistolenkit? Moment. Erhöhte Chance auf kritischen. Hallo, ich will installieren. Nein, natürlich nicht. Alter, was. Was mit dem passiert? Armer Kerl. Anzugsreparaturkit. Besprechungsraum. Haha. Oh, auf jeden Fall essen. Okay, oh, das könnt ihr selber lesen. Bitteschön. Oh mein Gott. Hier. So. Was gibt's hier? Ah, Alkohol. Oh. Moment, gucken wir mal hier unten. Hier gibt's nichts. Oh. Ja, machen wir uns noch betrunken. Und nehmen wir das mit. Ich bin nicht betrunken. Ich bin nur vom Wild erleuchtet worden. Ich bin erleuchtet worden. Ein Glück, dass ich das schnell gemacht habe. Es wäre eine Katastrophe passiert. Hallo? You want some from me? Dann kommt sie mir. Hi. Oh. Stirb. Puh. Es ging doch noch mal gut. Und jetzt gehe ich mal Recyclerladung zurück, ne? Nice. Okay. Trinken. Und essen. Okay, jetzt brauche ich nur noch Dings eigentlich. Psi eigentlich. Was ich sehr schade finde, was jetzt eigentlich gar nicht kommt. Munition nehmen und nehmen. Ja. Moment. Nehmen. Ja, wir nehmen alles. Das, Dankeschön. Nein, nein, das hier wollen wir nehmen. Popstar. Immer doch gerne. Okay, da ist noch jemand. Alter, wie die hingerichtet wurden. Mann, Chipsätze. Können wir das upgraden? Hm. Oh, das haben wir vergessen. Moment. King Bang Bonbon. Okay. Nein, nicht genug Platz. Moment. So. Jetzt könnte es gehen. So. Wo bin... Oh. Was? Woher kommst du denn? Verdammt. Woher kam er? Woher? Habe ich ihn getötet? Ach, so. Und da, ach so, das, klar, Essen. Operator? Ach, der ist schon weg. Verdammt, verdammt. Und ich dachte, er will mir helfen. Oh. Medikit. Moment. Nee, nee, wir brauchen kein Wasser. Hä? Wo ist denn hier lang? Was... war das? Hä? Hä?
Ja. Ich würde sagen, Leute, bei diesem Geräusch machen wir lieber. Moment mal. Ah. Leute, ich würde sagen, wie es dann mit der mit diesem Geräusch weitergeht, also sorry, nochmal von vorne. Wie es dann weitergeht, das sehen wir dann beim nächsten Mal und ich bin ein bisschen geschockt, was jetzt passieren wird. Ich gehe lieber nicht weiter. Ich bleibe jetzt genau hier stehen. Und wie es dann weitergeht, ob wir das erfahren werden, was das für ein Geräusch war oder auch nicht. Ich bin auch gespannt und ja, wie es dann weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich sag schon mal ciao, bis zum nächsten Mal und tschüss.